auf. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da so eine Idee. Ich guck einfach mal ganz kurz. Gesellschaft. Ja, super. 5 Minuten haben wir noch. Dann wollen wir mit Tataru sprechen. Tataru. Fast wie früher. Dufte, ich habe gerade eine gute Nachricht erhalten. Es ist Flammen. Flammen hat mich gerade angerufen. Wirklich? Das ist ja fabelhaft. Ist sie unversehrt? Ja, sie ist wohl auf. Sie hat sich ja in Raddethan in Sicherheit gebracht und abgewartet. Als sie nun hörte, dass der Bund von all den üblen Vorwürfen reingewaschen wurde, wollte sie so schnell wie möglich zurückkehren. Sie ist auf ein Handelsschiff und wird jetzt bald in Limsa einkommen. So nah ist sie schon? Das sind die ausgezeichneten Nachrichten. Habe ich Flamins Namen gehört? Das ist ja wirklich eine gute Nachricht. Ich muss mal ganz kurz weg. Okay, da bin ich wieder zurück. Ja, den Text kennen wir schon. Oh, Tankred und Kriel. Habt ihr uns gesucht? Ja, Kriel und ich werden zu einer kleinen Reise aufbrechen. Da wollten wir euch kurz Bescheid sagen. Es kann nämlich sein, dass wir bald einen Hinweis auf den Verbleib von Minfilia finden. Dufte, du hast doch erzählt, dass sie am Ende sagte, Heidelin spreche zu ihr. Und dann habt ihr euch getrennt. Ich habe lange über diese letzten Worte nachgedacht und es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass Heidelin vielleicht direkt in die Ereignisse eingegriffen hat. Das ist natürlich nichts weiter als eine Vermutung, aber falls es wirklich so wäre, dann müssen noch irgendwo ätherische Spuren dieses Eingriffs zu finden sein. Um zu wissen, wonach wir suchen, müssen wir als Referenz einige Messungen an einem Ort vornehmen, an dem bereits einmal ein ähnliches Transzendieren einwirken passiert. Diese Daten vergleichen wir dann mit dem Äthermuster am Ort von Minfias Verschwinden. So finden wir heraus, ob Heidelin sie von dort weggebracht hat. Das bedeutet, dass wir noch einmal in die Überreste des Prätoriums zurück müssen, wo der Kampf gegen Ultima stattgefunden hat. Auch wenn dieser Ort äußerst unangenehme Erinnerungen für mich birgt. Damals hatte ja Heidelin selbst Stärke verliehen, nicht wahr? Also werden wir nachmessen, wie sich dieses wundersame Energien auf das Äther dort ausgewirkt hat. Ihr wollt wirklich zu zweit ins Prätorium eindringen? Ja, je weniger wir sind, desto unauffälliger. Macht euch keine Sorge, Kriel wird nichts geschehen, dafür sorge ich schon. Dufte sollte Flammen abholen, nicht, dass ihr am Ende noch etwas passiert. Na gut. Wenn ihr sicher seid, dass ihr alleine zurechtkommt, dann soll Dufte nach Limsa reisen, um Flamin zu eskortieren. Ich weiß nicht, ob wir uns von Tankreds Messung allzu viel erhoffen sollten, aber ein Funke Hoffnung ist besser als gar nichts. Ich werde mit Tataru in den Sonnenstein zurückkehren, damit wir Flamin einen herzlichen Empfang bereiten können. Kannst du sie also in Limsa Luminsa abholen, wenn sie mit ihrem Schiff aus Razan ankommt? Vielen Dank. Wir sehen uns dann alle im Sonnenstein. Botengänge. Wer liebt sie nicht? Jeder liebt Botengänge. So, ab zu den unteren Decks. Ab nach Limsa Luminsa. Waren wir auch schon ewig nicht mehr. Hier scheint auch ziemlich viel Aktivität zu herrschen. So, da sind wir auch wieder im Bunde. Wo muss man dafür hin? Oh ja, Mensch, das geht ja einfach.
einfach zur Hermetiker-Gilde. Da. Okay, die krachen sich da einen weg. So, und da sind wir. Wo ist er denn? Flammen! Yay, yay, mit grauer Felsen und Kultenet. Dufte, was für eine Freude, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung bei dir? Welch ein Glück. Ich habe ständig an euch gedacht, wie es euch nur erging. Ob ihr am Leben seid. Du weißt ja. An jenem Tag sind wir gemeinsam mit Tataru nach Limsa gekommen, um einzukaufen. Und da wurden wir plötzlich von Kristallstrandern angegriffen. Wir haben Tataru die Gelegenheit zur Flucht verschafft und sind dann selbst um unser Leben gerannt. Auf einem Handelsschiff nach Razan zu, konnten wir uns verstecken und entkamen gerade noch aus der Stadt. Ja, am Ziel angekommen sind wir untergetaucht. Irgendwann würden sie die Wellen wohl wieder glätten, dachten wir. Bis dahin haben wir uns mit täglichen Trainings die Zeit vertrieben. Razan ist so weit abgelegen, dass wir lange nicht auf mit euch in Kontakt aufnehmen konnten. Es tut mir leid, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt. Sag, wie geht es den anderen? Wo ist Minfilia jetzt? Dudum. Kein Plan. Oh nein, das arme Kind. Ich habe so sehr für sie gebetet. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir werden sie finden und dann wird alles wieder gut. Tankred sucht bestimmt schon fieberhaft nach ihr. Und es gibt noch doch nichts, was es nicht zu Wege bringt. Er hat sich so gut um Minfilia gekümmert und sie beschützt. Schon seit sie nach dem Namen Asilia trug. Er wird sie finden, ganz bestimmt. Und auch ich werde tun, was ich kann. Auf uns kannst du jedenfalls zählen, Dufte. Die Kristallstreiter waren ein Schlag ins Wasser. Aber deswegen vergessen wir noch nicht, die Ziele nicht, die der Bund der Morgenröte anstrebt. Jawohl. Ein Hoch auf den Bund. Die Morgenröte wird heller glühen als alle uldischen Kohlebecken zusammen. Was für eine süße Stimme. Lass uns heimkehren. Es ist schon viel zu viel Zeit verstrichen. Kriege ich einen Gratis-Teleport? Das wäre so lieb. Gut gemacht. Jetzt sollte ich uns hier Zugang verschaffen können. Dann lass uns schnell machen. Die Galia werden nicht jedes Mal auf eine so improvisierte Tarnung hereinfallen. Tankred, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich habe allerhand über dich gehört und dachte, du wärst... nun ja... sorglos. Aber mir scheint, das ist ganz und gar nicht der Fall. Hat dich dein Überlebenskampf in der Wildnis diesen Ernst gelehrt? Oder bist du so gewissenhaft, weil es um Minfilia geht? Das ist nicht der Augenblick, Kriele. Doch, Tankred, bitte. Ich riskiere gerade Leib und Leben mit dir, um in ein galeisches Castrum einzudringen. Da wüsste ich gerne, woran ich bei dir bin. Genauso hartnäckig wie Alfino. Ihr habt noch mehr gemeinsam als nur dieselbe Ausbildung. Minfilia ist mir tatsächlich unersetzlich. Aber nicht in dem Sinn, wie du vielleicht vermutest. Vor 15 Jahren hat meine Fahrlässigkeit den Tod ihres Vaters verschuldet. Es war ein Unfall. Eine Gubu riss sich los und lief amok. Ich kümmerte mich um Minfilia, um es wieder gut zu machen. Auch wenn das natürlich nicht ging. Aber als sie heranwuchs... und ihre Gabe zum Wohl anderer einzusetzen begann,
Da begriff ich, dass sie ein hohes Ideal vor Augen hatte. Das war kein kleines Mädchen mehr. Das war eine Kämpferin, die Respekt verdiente. Und ihr Ideal war auch das meine. Louisoire, dem ich so viel zu verdanken habe, glaubte sofort an sie. Genauso wie die Mitglieder des Bundes. Sie trat für ihre Prinzipien ein. Und wir standen bedingungslos hinter ihr. Sie berührte unsere Herzen. Ich werde alles dafür tun, dass sie die Erfüllung ihres Traumes erleben kann. Danke, Tancred. Ich kann nun deutlich fühlen, wie viel sie dir bedeutet und will nicht weiter in deiner Vergangenheit bohren. Und du? Warum riskierst du dein Leben für Minfilia? Da gibt es nicht viel zu erklären. Du weißt ja, dass uns von Heidelin dieselbe Gabe geschenkt wurde. Aber uns verbindet noch viel mehr. Eine tiefe Freundschaft. Als ich nach Vals Untergang im Koma lag, hat Minfilia jeden Tag nachgefragt, ob ich schon aufgewacht sei. Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und ich werde das genauso wenig tun. Dann lass uns gehen. Hoffentlich wird uns Heidelin den Weg weisen. Da wollte ich also gerade eben diese olle Videosequenz nachholen, ging aber leider nicht, weil ich muss ja natürlich erstmal die Quest abgeben. Mir ist während der Aufnahme einfach mal so, während der Cutscene einfach die Aufnahme zerschossen. Aber dementsprechend auch gleich mal liebe Grüße vom Mikael Tasos. Foto folgt am Ende des Videos. Ich habe ihn schon darauf vorbereitet. Nach Mordöna müssen wir. Um erstmal die Quest abzugeben. An der Stelle cutte ich dann auch einfach mal ganz dreist. Ja, doch. Dann cutte ich. Und cutte ich da oder cutte ich dann nicht? Schwierige Frage. Nein, ich cutte an dieser Stelle. Werde dann die Videosequenz nachholen. Und werde dann wieder cutten. Flammen! Hörst du die Vögeldufte? All die vertrauten Geräusche. In Razan ist alles ganz anders. Endlich sind wir wieder zu Hause. So oft ich das von diesem Wiedersehen mit euch geträumt und jetzt endlich ist es Wirklichkeit. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Ich muss mich zusammennehmen, dass ich nicht in Tränen ausbreche. Komm, lass uns reingehen. Watschel, watschel. Geht mal vor, ihr beiden komischen Gesellen. Rein da, ab in den Sonnenstein. Sonnenstein betreten? Aber wo was von? So, da haben wir auch die Flammen wieder. Allian. Du hast dich kein bisschen verändert. Und du auch nicht, Ephemi. Haha, vielen Dank, Flamin. Ist ja erst ein paar Tage her. Higiri und die Kleinen sind gerade unterwegs. Aber du wirst sehen, auch ihnen geht es blendend. Erst recht, wenn sie hören. Ist sie überhaupt männlich? Nein, ist sie gar nicht. Erst recht, wenn sie hören, dass du wieder da bist. Wir haben dich hier schmerzlich vermisst, Flamin. Jo. Rede mit die komische Person hier. Weißt du, das ist richtige Herzensfreude. Ich meine, wir sind alle wieder hier zusammen. Reden können und so. Und für eine bessere Welt kämpfen. Siehst du doch auch so. Prost. Boah, Junge hat der eine Fahne. Aus dem eigenen Land vertrieben und verfolgt. Viele Mana haben diese Qual am eigenen Leib erfahren. Wie gut, dass Flammen es geschafft hat. Wir sollten ihr später unsere neuen Kameraden vorstellen. Sie weiß ja noch gar nicht, wie viele inzwischen zu uns gestoßen sind. Genau,
Humai. Und sie muss die neuen Mitglieder des Bundes kennenlernen. Zum Beispiel den alten Isildur. Lass uns gleich rübergehen, dann stellst du uns einander vor. Lass sie doch ein wenig Zeit, Isildur. Sie ist bestimmt noch müde von den Strapazen. Setz dich lieber, sonst macht dir deinen Rücken wieder zu schaffen. Hallo, grauer Fels. Ockerbrauner Felsen, meine Brüderchen. Dass ich dich im Sonnenschein finden würde, hätte ich mir nicht träumen lassen. Was für eine Freude. Das kannst du laut sagen, großer Bruder. Lange hat's gedauert, aber jetzt können wir Seite an Seite kämpfen. Ich habe hier hart trainiert, damit ich dir keine Schande mache. Aber sag mal, hast du etwa auch in Razan jeden Tag geübt? Du siehst noch kräftiger aus, als ich dich in Erinnerung hatte. Ich habe in Razan einen alten Wälzer mit Abhärtungsübungen gefunden. Schon mal von den Zodiac-Streitern gehört? Ich sag dir, die hatten ein Übungsprogramm, das sich gewaschen hat. Jo, alles klar. Kotelett, du bist dran. Ich freue mich ja, dass wir wieder zu Hause sind. Aber du weißt ja selber. Gerade unsere teuersten Freunde sind noch verschollen. Sobald ich im Bilde bin, was wir über ihren Verbleib wissen, werden auch Grauer Fels und ich bei der Suche mithelfen. Ja. Genau. Tataru, du wirst doch sicherlich mein Herz erfreuen, du hinterhältiges Lalafi. Ich kann es immer noch nicht glauben. Flamin und Kotlet und graue Felsen sind wirklich wieder da. Ja, es ist fast wie früher. Aber die Angst und die Strapazen werden sie wohl nie ganz vergessen. Und all das ist meine Schuld. So etwas darf nie wieder passieren. Ich habe meine Lektion gelernt, wenn wir nur unsere vermissten Freunde wiederfinden. Aber natürlich, Minfilia und Papanimo und Ida, wir werden sie alle wiederfinden, ganz bestimmt. Ich kann mir ganz deutlich ausmalen, wie das wird. Sie werden durch die Tür hereinspazieren, wie immer, und wir werden freudig aufspringen und sie umarmen. Und dann veranstalten wir ein riesengroßes Wiedersehensfest. Genauso wird's aussehen. Ich nehme Cookie. So, die Quest ist abgeschlossen. Ich mache hier einen Cut. Bis zur Cutscene. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. Irgendwie. Bis dann. Okay, willkommen zurück. Da bin ich wieder. Ja, wie ihr seht, es hat sich ein bisschen was getan. Willkommen zu Stormblood, der nächsten Erweiterung, zu der es dann, sobald es dann soweit ist, ich mit Duftamizu auch in der eigentlichen Story angekommen bin, euch dann eigentlich wesentlich mehr beglücken werde. Jetzt gibt es hier erstmal so ein paar kleine Veränderungen, die ich nochmal ganz kurz erklären muss. Und zwar, wie ihr seht, Spielanleitung ist klar, da braucht man nichts mehr viel zu sagen. Hier wird uns die nächste Hauptquest angezeigt. Das werde ich mir mal gleich im Layout ein bisschen ändern. Igitt, wie komme ich denn da jetzt hin? Dammit, was ist denn da passiert? Scheiße. Okay, dann machen wir es so. Inventarschema erstmal zur Seite schieben. Zack. So. Das Ding schiebe ich mal hier rüber. So. Damit ich dann auch ein bisschen besser die Quest zur Questlog bringe. So. Und wollen wir es noch? Eidbalken, genau. Der Eidbalken, den packe ich hier hin, weil da stört er mich am wenigsten. So, jetzt habe ich es aber. Gut. Kurze Erklärung, was es womit hier auf sich hat. Wir haben jetzt so einen coolen Eidbalken. Der füllt sich auf, je nachdem in welchem Eid wir sind. Schildeid oder Schwerteid. Und ermöglicht uns dann, ja, Schildron zu nutzen. Mehr macht das eigentlich nicht. Ja, ihr seht halt eben selber, hier sind einige Fähigkeiten, die ich rausschmeißen kann. Das werde ich jetzt auch gleich mal tun. Zack, 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 weil die haben wir nicht mehr. Die kriegen wir auch nicht mehr. Also zumindest nicht mehr so. Und ich werde hier nochmal ganz kurz ein bisschen den Aufbau ein bisschen ändern. Und zwar werde ich das hier mal ein bisschen rüberschieben. So, Schildraum darüber. Königsklinge hier nach oben. Der Grund ist der.
Ich hatte ja die ganze Zeit Königsklinge, wurde ja immer auf Schurkenschwert geprockt. Das haben sie jetzt mit dem neuen Addon geändert. Das geht jetzt auf Donnerklinge und dann kann ich hier aussuchen, ob ich Ausweiten oder Donnerklinge nehme. Und meine DD-Rota sozusagen damit fahre. Schildeid, zip, öffnet dann hier oben, wie gesagt, dieses Eidfenster. Sobald wir einen Schlag blocken, füllt sich das Ding ein bisschen auf und wir können dann halt eben Schildron nutzen. Das Coole ist jetzt, dass Schildron eine Reaktivierungszeit von 5 Sekunden hat. Das lohnt sich ganz gut. Dementsprechend, wenn wir genügend blocken, dann kriegen wir hier halt eben den Kram da auch ran. Ansonsten hat sich noch ein bisschen was an Werten geändert. Es gibt jetzt die Fertigkeit Unbeugsam, das ist für Tanks, woraufhin wir weniger Schaden bekommen als Tank, mehr Lebenspunkte regenerieren und so weiter. Eigentlich quasi das, was Verteidigung und Parade und alles Mögliche gemacht hat, in diesen einen Wert geschafft. Es gibt noch direkter Treffer, ist quasi, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das im Laufe des Spiels weiter auswirkt. Also bisher habe ich da noch keinen großartigen Dunst drum. Ist aber nicht so dramatisch. Das Coole ist jetzt halt eben, dass Parade komplett raus ist. Dementsprechend habe ich jetzt überall anstatt Parade Unbeugsamkeit und direkter Treffer drin, was das Ganze für uns vielleicht ein bisschen angenehmer macht. Wir werden es sehen. Ansonsten hat sich noch ein bisschen was an den Kommandos geändert. Hier, wie man hier sieht, die sind alle unbrauchsam. Wir haben jetzt neue Kommandos. Schutzwall ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil Schutzwall halt eben Schutzwall ist. Wobei, Moment, Schutzwall vielleicht nicht unbedingt als allererstes am besten herausfordern. Dann Ultimatum. Ultimatum ist ziemlich cool, das ist eine Art AOE, mit der ich die größte Feindseligkeit an alle umliegenden Gegner ranbringe. Das ist ziemlich cool. Das ist sozusagen ein Spott auf Gegner, die um mich herumstehen. Finde ich ziemlich gut. In Kombination mit Kreis der Verachtung, denke ich mal, ziemlich cool gemacht und ziemlich immer mit Blitzlichter nochmal eine Nummer härter. Dementsprechend schiebe ich die hier auch mal ein bisschen rum. Jo. Herausfordern bekommt natürlich seinen alten Platz und Ultimatum bekommt den Platz neben Kreis der Verachtung. Das wird für mich ein bisschen schwierig sein. Ich werde hin und wieder mal Unbeugsamkeit Ultimatum casten, obwohl ich das gar nicht haben wollte. Ist nicht schlimm. Konvaleszenz muss auch auf jeden Fall dabei sein, finde ich. Vielleicht sogar noch vor Ultimatum, einfach um den Heilern das Leben zu erleichtern. Finde ich das ziemlich gut. So, genau, Parade ist für uns nicht so relevant, weil wie gesagt, wir füllen unseren Dingens mit Block auf. Und Block bekommen wir hauptsächlich durch unser Schild. Das ist das Einzige, was uns eine Blockrate gibt und einen Blockeffekt. Deswegen ist das eigentlich schon wieder ein bisschen wichtiger. Achtsamkeit ist gut, um kritische Treffer zu vermeiden. Das packen wir dann mit hier drauf, wobei nicht unbedingt dorthin. Das packen wir. Ja, jetzt habe ich mir hier gerade ein bisschen verbaut. Das packe ich mir hier direkt im Schutzwall. So auf die Art und Weise habe ich dann meine drei Skills ganz gut auseinandergelegt. So, Achtsamkeit habe ich drin. Ultimatum habe ich drin, Schutzwall, Konvaleszenz, alles ist drin, was wir brauchen, alles ist gut. Es gibt ein paar neue Quests, ein paar neue Fähigkeiten, die man nutzen kann, auch ziemlich nett gemacht. Interessiert uns aber erst, wenn es soweit ist, weil dann können wir überlegen, wie wir das in die Rote einbauen können. Schwerteid ist an, Alfino ist bei uns vor der Nase, wir legen dann gleich mal los. Also dann. Dufte, gerade eben hat mich Tankred kontaktiert. Er und Krile konnten unerkannt ins Prätorium eindringen. Sie möchten ihre Messungen auch mit Stola besprechen, deswegen haben sie Frohe Halde als Treffpunkt vorgeschlagen. Sollen wir gleich aufbrechen? Ich würde mich gerne noch etwas mit Flammen unterhalten, aber die Suche nach Minfilia geht vor. Super. Noch eine Sache, die geändert wurde. Und zwar, wenn man sich jetzt die Maps anguckt. Die Gebiete werden komplett zusammengefasst, also man kann sie entweder in klassischer Sicht halt eben lassen oder man kann halt eben sagen, ich würde ganz gerne das gesamte Gebiet sehen und dann kann man hier auch direkt die Teleportpunkte alle anwählen. Finde ich ziemlich cool, wir müssen nach Frohe Halde und dann geht's dorthin. So, ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, der klimpert hier jetzt ganz fröhlich vor sich hin. Ich habe nämlich echt Bock auf Kaffee gehabt. Der Grund, warum ich jetzt nicht mit meinem Main weiterspiele, ist, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel selber spielt, der Raubahn lässt mich nicht weitermachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das nutze ich doch mal, um für euch weitere Aufnahmen zu machen, bis ich dann, ja, bis wir zu einer späteren Uhrzeit vielleicht wieder mit der Main Quest weitermachen können, zumindest mit meinem Main Char. Mal schauen. Gucken wir mal,
wie es weiterläuft. Es gibt außerdem jetzt zwei neue Jobs. Es gibt jetzt den Samurai und den Red Mage, die wohl ziemlich gut sein sollen, was ich so gehört habe. Das ist aber alles Thematik, die gucken wir uns an, wenn wir in einem Add-on sind. Beziehungsweise irgendwann mal ein Level erreichen, wo wir die auch spielen werden oder so. Ich weiß es noch nicht. Irgendwie sowas. Irgendwas werde ich mir dafür einfallen lassen. Das kriegen wir schon hin. Ich werde euch auf jeden Fall auch zu Stormblood noch weiter begleiten. Aber jetzt geht es erstmal darum, Minfilia zu suchen. Da seid ihr ja schon alle. Und was haben eure Messungen ergeben? Das Ätherbild im Prätorium war sehr aufschlussreich. Die Spuren des Einwirkens von Heidelins Willen beim Kampf gegen die Ultima-Waffe waren noch zu sehen, obwohl seither schon viel Zeit vergangen ist. Das Muster ist sehr auffällig und leicht wiederzuerkennen. Es ähnelt auch dem bei Walds Untergang, als Heidelin mich rettete. Wir haben das Muster mit den Äther in den sildischen Kanälen verglichen. Ungefähr dort, wo Dufte Minfilia zuletzt gesehen hat. Und die Muster glichen sich. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Heidelin eingegriffen hat, als Minfilia verschwand. Ja, aber was hat sie genau bewirkt? Estola und Tancred hinterließen eine, wenn auch kaum wahrnehmbare Ätherspur, doch auf Minfilia fanden wir nicht den geringsten Hinweis. Denkt doch, wenn wir mit unserer besonderen Gabe Heidelins Stimme hören, haben wir stets eine Vision von einem riesigen Kristall. Heidelin führt unser Bewusstsein zum Urkristall im Zentrum des Planeten, zu ihr selbst. Unser Körper bleibt dabei, wo er ist, doch Minfilia ist seit dem Vorfall spurlos verschwunden. Es ist möglich, dass sie nicht nur geistig, sondern auch körperlich zum Urkristall hingeleitet wurde. Womöglich spielt mein Teleportzauber dabei eine Rolle. Er könnte geholfen haben, Minfilias Körper in den Ätherstrom zu überführen, von wo Heidelin sie dann zu sich leitete. Zum Sternengrund, wie die Shalayana den Ätherraum des Urkristalls nannten. Es gibt nur eine Person, die uns dorthin bringen kann, und sie ist gar nicht so weit weg. Vor langer Zeit haben die Shalayana ein seltsames Gebäude errichtet, in dem das Schicksal dieses Planeten erforscht werden sollte. Sie nannten diese magische Forschungseinrichtung den Antiturm. Wer die nötige Kraft besaß, den Turm zu besteigen, der konnte angeblich von dort aus den Sternengrund sehen. Nach dem großen Exodus wurde er nicht mehr benutzt, aber die letzte Verwalterin und Schlüsselmeisterin des Turms ist Matoya. Matoya, das ist ja eine ausgezeichnete Nachricht. Unsere Wege scheinen wirklich immer wieder zu ihr zurückzuführen. Dann lass sie uns gleich in ihrer Höhle besuchen. Sie muss uns Zutritt zu diesem Antiturm verschaffen. Ausgezeichnet. Rate mal, was ich jetzt machen werde. Ich werde mich jetzt direkt auf den Weg zu Matoyas Höhle begeben. Werde ich nochmal ein bisschen rauszoomen. Dammit, voll verlaufen. Da wollte ich lang. Ich hätte vielleicht vorher nochmal ein bisschen reparieren sollen. Ich gehe mal erstmal reparieren. Ich habe mir so meinen Gear angeguckt und das sieht so ein bisschen niedergeschlagen aus. So. Reparatur. Nein, alles reparieren bitte. Yep. 1200 Gil. Meine Güte, bist du ein Wucherkater. Gut, Matoyas Höhle ist ja gar nicht so weit zum Glück. Ach, und die haben die Dauer von Sprint erhöht auf 60 Sekunden. Das ist mega ärgerlich. Aber was soll's? Ich muss mal so. Mal ein bisschen Werbung für mich reinwerfen. Ein bisschen Werbung ist immer gut. So, dann auf Schokobo und los gefliegt. Nebenbei kann ich noch ein bisschen Kaffee schlürfen. Der ist auch gar nicht so heiß, wie ich erwartet habe. Super. Aha, heiß. Ja, hier oben ist noch eine Quest, die könnte ich theoretisch abgeben. Nebenbei bekommen wir jetzt auch wieder Erfahrungspunkte, auch für die Main-Quest. Wenn wir sie uns angucken. Jupp, jupp.
Weiter runter? Nö, weiter hoch? Weiter. Wo? 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 Wo ist die Main Quest? Da ist die Main Quest. Gibt jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte, das ist ganz nett. Lass uns ein bisschen Start zu Stormblood einfacher machen. Aber das kennen wir ja schon. Ich glaube, das hatten wir ja bei Rim Reborn ebenfalls. So, wo muss man jetzt hin lang? Hallo, Matoya? Hallo? Hallo? Ach, da ist doch die Höhle hier. Einfach geradeaus durch. Jetzt sehe ich es erst. So. Höhleneingang. Rein mit dir. Wunderschöne Musik wieder. Na denn, Matoya, erzähl uns mal bitte was. Oh, nein, ihr schon wieder. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Also, was wollt ihr? Es tut uns leid, dass wir dich schon wieder stören, Matoya. Wir wollen unsere Freundin Minflieger suchen, die, wie wir vermuten, zum Urkristall geführt wurde. Deshalb wollten wir dich bitten, uns Zugang zum Antiturm zu gewähren. Zum Antiturm? Den Namen hat euch bestimmt Ishtola verraten, sonst wüsstet ihr nichts von dieser Einrichtung. Niemand sollte davon wissen. Bidum. Aber nun ist es ja wohl zu spät. Richtig. Der Antiturm führt diejenigen, die stark genug sind, bis hin zum Sternengrund, wo der Urkristall schwebt. Der Turm wird heute nicht mehr benutzt. Wenn ihr unbedingt wollt, kann ich euch hineinlassen. Oh, du willigst anstandslos ein? Das hätte ich gar nicht von dir erwartet. Ich habe mich nie darum gerissen, die Wärterin des Turms zu werden. Der Rat hat mir das Amt aufgedrängt und viel war ohnehin nicht zu tun. Bei dem Auszug vor 50 Jahren wurde der Turm gründlich versiegelt, damit niemand Unfug mit der Technologie darin anstellen konnte. Nur ein einziger Zugang existiert noch. Und zwar durch diese Tür. Als die feigen Philosophen flohen, haben sie ihn meiner Verantwortung übergeben. Ob ich überhaupt will, haben sie nicht gefragt. Also, seid ihr immer noch entschlossen? Wir sind fast sicher, dass unsere Freundin zum Sternengrund gebracht wurde. Falls er wirklich durch den Antiturm zu erreichen ist, werden wir ihn erklimmen. Dann will ich euch nicht daran hindern. Aber wenn ich den Siegelzauber schon extra für euch löse, müsst ihr mir auch ein kleines bisschen zur Hand gehen. Keine Widerrede, umsonst gibt's bei mir nichts. Die Abenteurerin und den Burschen mit der Augenbinde braucht ihr nicht. Aber für die anderen gibt es hier genug zu tun. Dann stürmen wir wohl zum Turm, Dufte. Auf geht's, wir haben keine Zeit zu verlieren. Tancred, ich denke, es ist besser, wenn du hier bleibst. Dein Aufenthalt im Ätherstrom hat dich beeinträchtigt. Du weißt es selbst. Nirgends ist der Äther dichter als am Sternengrund und Heidelins Präsenz. Wer weiß, was mit deiner Seele geschieht, wenn du solch enormen Kräften ausgesetzt bist. Was redest du da? Ich kann doch nicht Däumchen drehen, während Minflieger da drin gefangen ist. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber du musst begreifen, dass das Risiko zu groß ist. Es hilft uns nichts, wenn wir Minflieger retten und dafür dich verlieren. Oder euch beide. Dufte, bitte bring sie sicher zu uns zurück, versprich es mir. Antiturm nun zugänglich. Wupp, wupp. Super, das werden wir auch direkt uns angucken. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.